Ein herzliches Willkommen hier zum nächsten neuen Projekt auf diesem Kanal. Ich habe Ferien, deswegen kann ich versuchen, jeden Tag ein Video hochzuladen. Aber ich wollte noch ein neues Projekt anfangen, nämlich alte Spiele spielen. Und deswegen starte ich hier mit diesem Spiel. Mein Name ist Alexis. Wir spielen jetzt Dragon Age Origins. Das Let's Play werde ich schon mal als Magier führen. Die anderen Videos kommen. Andere Videos zu Zelda's Golds. Levin kommt zum Beispiel morgen. Oder LOL streame ich relativ häufig in letzter Zeit. Muss immer auf Twitch vorbeischauen. Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumschnacke, was ich gerade für Let's Plays am Laufen habe, will ich sagen, ich liebe Rollenspiele und das soll eins der besten Rollenspiele sein, die es gab. Deswegen wünsche ich euch jetzt hier viel Spaß bei diesem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin Alexis und ich wünsche euch noch viel Spaß dabei. Die Kirche lehrt uns, dass es der Hochmut der Menschen war, der die dunkle Brut in unsere Welt brachte. Die Magier wollten den Himmel an sich reißen, doch sie haben ihn vernichtet. Sie wurden verbannt und durch ihre eigene Verderbtheit verflucht. Sie kehrten als Monster zurück, als die Ersten der dunklen Brut. Als Verderbnis fielen sie über die Länder her, unaufhaltsam und unerbittlich. Als Erstes fielen die Königreiche der Zwerge. Und aus den tiefen Wegen griff uns die dunkle Brut immer und immer wieder an, bis wir kurz vor der Auslöschung standen. Kamen die grauen Wächter. Männer und Frauen aller Rassen, Krieger und Magier, Barbaren und Könige, die grauen Wächter opferten alles, um dem vorrückenden Dunkel Einhalt zu gebieten und siegten. Dieser Sieg liegt Jahrhunderte zurück und wir stehen weiterhin Wache, beobachtend und auf die Rückkehr der dunklen Brut wartend. Doch die, die uns einst Helden nannten, haben vergessen. Wir sind nur noch wenige und unsere Warnungen wurden zu lange ignoriert. Ist es vielleicht schon zu spät? Denn ich habe selbst gesehen, was am Horizont lauert. Erbauer, steh uns bei. Dann hoffen wir das, hoffe ich mal, dass wir es unterstützen können. Also ich finde jetzt schon mal, die Einleitung war schon mal grandios. Die Wahl an deiner Herkunft entscheidet darüber, welche der sechs verschiedenen Einleitungsgeschichten du spielst. Deine Wahl beeinflusst außerdem,
wie andere Charaktere während des Spiels auf dich reagieren. Ich spiele mal einen männlichen Charakter. Wir können einen Menschen spielen. Die Menschen bilden die zahlenmäßig größte und doch gespaltenste aller Rassen. Sie haben sich erst viermal für ein höheres Ziel vereint, wobei das letzte Mal bereits Jahrhunderte zurückliegt. Die bedeutendste Rolle, die Religion und die Kirche in der menschlichen Gesellschaft spielen, unterscheidet sich in kultureller Hinsicht mehr als alles andere von den Elfen und den Zwergen. Menschen können Krieger, Schurken und Magier sein. Rassenboni plus 1 auf Stärke, plus 1 auf Geschicklichkeit, plus 1 auf Klugheit. Nach der einstigen Versklavung durch die Menschen haben die meisten Elfen ihre Kultur verloren und fristen ihr Leben nun in den armen Viertel der Städte der Menschen. Nur die normalischen Stämme der Dashir klammern sich noch an ihre Tradition. Sie leben mit dem Bogen und nach den Gesetzen ihrer alten Götter, während sie die alten Wälder durchstreifen und nirgends anders willkommen sind. Elfen können Krieger, Schurken oder Magier sein. Plus 2 auf Willenskraft und 2 plus auf 2 auf Magie. Also, falls man einen, also Menschen schon mal Alwanda, vielleicht sollte man einen Elfen besser als Magier spielen. Würde ich mal sagen, Willenskraft und Magie können auf jeden Fall besser Magier sein. Was haben wir bei den Zwergen? Die an den Kasten und Traditionen gebundenen Zwerge führen seit Generationen einen aussichtslosen Krieg um die letzte Festung ihres einst gewaltigen unterirdischen Reiches gegen die dunkle Brut zu verteidigen. Die Zwerge sind ausgesprochen zäh und verfügen über hohe Resistenzen gegen alle Arten von Magie, wodurch es ihnen allerdings auch verwehrt bleibt, selbst Magier zu werden. Rassenboni plus 1 auf Stärke, plus 1 auf Geschicklichkeit, plus 1 auf Konstitution. 10% Chance, gegnerische Magie zu widerstehen. Ja, und ich spiele einen Elfen. Ich werde aus der Versklavung hervortreten und den Menschen etwas zeigen, was wir Elfen leisten können. Ich spiele einen Magier. Also, es gibt dann wieder drei Klassen, Entschuldigung. Krieger sind mächtige Kämpfer, die ihren Gegnern vor allem mit Nah- und Fernkampfwaffen begegnen. Sie können hohen Schaden verursachen und verkraften und verstehen außerdem viel von Taktik und Strategie. Die Spezialisierung eines Kriegers umfassen Berserker, Templer, Champion und Plünderer. Klassenboni plus 4 Stärke, 3 Geschicklichkeit, plus 3 Konstitution. Was ist der Magier? Du gebietest über eine ebenso gefährliche wie die mächtigste Kraft und dir ist bewusst, dass die Magie für alle jene einen Fluch darstellt, die nicht über genügend Willenskraft verfügen, um sie zu beherrschen. Voller Unruhe erwartest du deine Erläuterung, die einmalige Chance, dich gegen die inneren und äußeren Dämonen zu beweisen. Entweder du hast Erfolg oder du wirst von den Rittern getötet, die bei deiner Art wachen. Schurke. Schurken sind die fähigsten Abenteurer aus sämtlichen Bereichen des Lebens. Da alle Schurken über eine gewisse Talente zum Öffnen von Schlössern und das Aufspüren von Fallen verfügen, stellen sie wertvolle Mitglieder jeder Abenteuergruppe dar. In ihrer taktischen Hinsicht sind sie zwar keine idealen Frontkämpfer, aber gelingt es, einen Schurken sich hinter einem Gegner zu schleichen, kann er hinterhältigen Angriff mit verheerenden Folgen ausführen. Die Spezialisierungen eines Schurken umfassen Waldläufer, Bade, Duellant und Assassine. Plus 4 auf Geschicklichkeit und plus 2 auf Willenskraft und plus 4 auf Klugheit. Ja, ein Magier hat keine Klugheit. Also hat keine besondere Spezialisierung. Und nur einen Hintergrund. Ein Magier hat mal so einen Schurker 2. Wie ein Krieger.
da hat man anscheinend auch ein... Schau mal gerade, wie es aussieht. Als Zwerg. Wir sind also unterschiedliche Hintergründe. Das ist... Ich spiele aber einen elfischen Magier. Grüße. Ja, ich erstelle jetzt mal gerade kurz den Charakter. Hoffe, das geht relativ gut. Ich melde mich gleich wieder. Ja, der Charakter ist so fertig erstellt. Ich habe einfach nur mal kurz ein bisschen die Haarfarbe geändert, die Haare. Die braun, also. Ich hoffe, euch gefällt der Charakter erstmal schon so. So ein Elfen hier. Ich habe leider keine besseren Haare gefunden. Deswegen will man voll mitnehmen. Hier, jetzt kann ich Attributspunkte verteilen. Ja, ich lese mir das mal durch und verteile es gerade mal. Wir haben wieder ein kleiner Cut. So, ich habe das mal gerade kurz verteilt. Ich habe die Punkte in Willenskraft und Magie verteilt. Also das sind die Hauptattribute, die wir brauchen werden. Denn das ist, also Stärke ist was für den Nahkampf. Geschicklichkeit ist, geht auch in der Richtung, also für einen Schurk und Krieger. Willenskraft kann ja jeder brauchen, aber das kann man auch als Magier relativ gut gebrauchen. Deswegen habe ich das auch hochgeskillt und wir hatten da schon relativ anfangs ein paar Werte drin. Magie, wir sind Magier. Also brauchen wir das definitiv. Klugheit ist am besten immer halt nur für Schurken, damit die zum Beispiel Fallen finden oder ähnliches. Aber das werden wir natürlich auch noch nehmen, weil etwas verwenden. Aber Konstitution brauchen wir zum Beispiel so wie gar nicht, weil also wir brauchen das schon, aber wir skillen nicht darauf, also wie viel ein Gegner tankt, also wie dein Charakter tankt. Will ich das mal erklären. Aber jetzt sagen wir jetzt einfach schon mal, weiter geht's. Ja, wo gehen wir zuerst hin? Manipulation. Stehlen. Fallenbau. Überleben. Kräuterkunde. Gifterstellung. Kampfausbildung. Ich muss Weber gerade nachgucken, ob ich was finde, was für mich als Magier. Ich würde bei der Manipulation sagen. Ja, ich nehme einfach mal Manipulation. Und jetzt können wir noch ein Attribut in unseren für den Magier. Boah, das haben wir viele Trees. Arcana Bolzen. Das ist anscheinend unsere Hauptfähigkeit. Flammenschlag. Geistige Umarmung, Blitz, Heilung, also da sind wahrscheinlich Heilfähigkeiten. Das geht eher wahrscheinlich so. Also, ich würde beinahe sagen, Geist ist ja irgendwie dann nur mal sowas ähnliches. Auch das dann, also Schaden. Veränderungen kann man dann wahrscheinlich Leute negativ beeinflussen. Also, es gibt, wie ich jetzt ziemlich viel. Kraftentzug, benommen werden, Fluch der Verwundbarkeit, Schwäche, Geistschlag, Vanille Bombe zum Beispiel, Mana-Entzug, Zaubererschild, könnte man zum Beispiel behalten, das halt zumachen, Zauber-Irrlicht, Sieger der Lähmung, heldenhafter Angriff, das ist wie Support-Unterstützung, also Irrlicht, das würde ich gerne mal nehmen. Aber Blitz scheint eher für mich zu sein. Flammenstab. Deswegen werde ich auch wahrscheinlich das nehmen und das nehmen. Weil Irrlicht klingt effektiv so ein wie ein Schild als Defensiv-Spell. Aber ich mache das so. Ich nehme die Schwierigkeit nochmal. Und los auf geht's. Einer Klippe über den dunklen Wassern des Kalenhardsees erhebt sich eine Turmfeste, die Heimat des Zirkels der Magie. Der Turm ist der einzige Ort in Ferelden, wo Magier inmitten von ihresgleichen ihre Kunst erlernen können. Innerhalb der hohen Steinmauern wirkt der Zirkel seine Magie und bildet Schüler in der korrekten Anwendung ihrer Macht aus.
Aber der Turm des Zirkels ist ebenso Gefängnis wie Zuflucht. Aufmerksame Templer der Kirche überwachen die Magier und achten auf das kleinste Zeichen von Verderbtheit. Dieser goldene Käfig ist die einzige Welt, die du kennst. Als Kleinkind wurde deine Magiebegabung entdeckt. Du wurdest deiner Familie entrissen und zur Ausbildung hierher gebracht. Dann mal los, würde ich sagen. Deine Ausbildungszeit ist nun fast zu Ende und dir steht nur noch eine letzte Prüfung bevor. Die Läuterung. Magie soll dem Menschen dienen und ihn niemals beherrschen. So sprach die Prophetin Andraste, als sie das Reich Tevinter stürzte, dessen Magier die Welt an den Rand des Untergangs gebracht hatten. Eure Magie ist ein Geschenk, doch auch ein Fluch. Denn Dämonen aus der Welt der Träume, dem Nichts, kommen zu euch, um euch als Tor in diese Welt zu benutzen. Deshalb gibt es die Läuterung. Das Ritual schickt euch ins Nichts, wo ihr auf einen Dämon treffen werdet. Gerüstet nur mit eurem Willen. Okay, dann haben wir verschiedene Antwortmöglichkeiten. Ich bin bereit. Gibt es keine andere Möglichkeit? Was geschieht, wenn ich den Dämon nicht besiegen kann? Ich würde jetzt einmal sagen, ich bin bereit. Schade, ich kann das nicht mit meinem Numpad machen. Schade. Und wisse, Schüler, wenn ihr scheitert, erfüllen die Templer ihre Pflicht und ihr sterbt. Mann, das sind rosige Aussichten. Das ist Lyrium, die Essenz der Magie und euer Portal ins Nichts. Die Läuterung ist ein Geheimnis, weil es notwendig ist. Jeder Magier muss diese Feuerprobe durchlaufen. Ihr werdet sie bestehen, wie wir auch. Bleibt bei klarem Verstand und bedenkt, dass das Nichts eine Traumwelt ist. Die Geister herrschen dort, aber euer eigener Wille ist real. Schüler müssen die Prüfung alleine bestehen, erster Verzauberer. Ihr seid bereit. Gehen wir mal in unser Grab. Hilfe, ich brenne! Hilfe! Ah, ich brenne! Kämpfe niemals mit bloßen Händen. Nutze das Inventar I, um deine Charakter mit neuen Waffen oder Ausrüstung auszurüsten. Ziehe heile Gegenstände. Okay, das konnte ich nicht zu Ende lesen. Bin ich beleidigt. Pausiert. Das Spiel kann in verschiedenen taktischen Blickwinkeln gespielt werden. Verwende das Mausrad, um die Kamera näher an das Geschehen zu bringen. Und in den Erkundungsmodus zu gelangen, hochscrollen. Wenn das Spiel pausiert, kann dein Charakter Befehle erteilen. Führe einen Rechtsklick auf das gewünschte Ziel aus. Dein Charakter wurde jetzt ein Bewegungsbefehl erteilt. Du kannst einen Befehl sowohl in Echtzeit als auch in angehaltenem Spiel erteilen. Du kletterst, um das Spiel fortzusetzen. Sucherpass. Mit der Taste WASD kannst du dich in der Welt bewegen. Alternativ kannst du einen Rechtsklick auf den Boden und auf den Ziel ausüben. Und ich habe ja irgendwie so etliche neue Sachen halt. Quest aktualisiert, Screenshots kann ich erstellen. Und der Codex wurde aktualisiert. Will ich jetzt die ganze Zeit den Codex lesen, würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit lesen. Du findest dich in einer Kampfsituation. Es ist überaus wichtig, dass du den Überblick über das Schlachtfeld behalten. Zoome aus dem Kampf heraus, um deine Lage besser einzuschätzen zu können. Unterscrollen, um deine Lage besser einzuschätzen. Mit der Leertaste kannst du deine Taktik festlegen. So, wer will gegen mich kämpfen? Basis der Heilung. Hol mal diese beunruhigende Statue an. Die Erörterung. Okay, ich könnte jetzt im Codex nachschauen, was das war, aber
glänzende Lichtkugel. Es ist schwer zu sagen, was dieses funkelnde, glänzende Objekt überhaupt ist, aber du fühlst dich sicher, wenn du es in der Hand hältst. Benutzen. Diese Kugel stellt augenblicklich dieser Teil der Gesundheit des Anwenders wieder her. Um deine Charaktere mit neuen Gegenständen auszurüsten, musst du das Inventar öffnen. Klicke jetzt das hervorgehobene Symbol oder drück E. Das Inventar ist in zwei Bereiche aufgeteilt. Links wird dir die angelegte Ausrüstung des Charakters angezeigt. Rechts befindet sich das gemeinsame Gruppeninventar. Du kannst Gegenstände zwischen beiden Seiten nach unten oder in die Schnellleiste ziehen, sie doppelt anklicken, um sie automatisch zu benutzen oder anzulegen, oder einen Rechtsklick zu machen und die Taste durchzuhalten, um den Kreis über das Katzenmenü zu öffnen und mit den Gegenständen zu interagieren. Um deinen Charakter mit einem neuen Gegenstand auszurüsten, musst du das Inventar öffnen. Drücke jetzt auf das hervorgehobene Symbol oder drück das Symbol I. Ja, will ich aber jetzt gerade nicht machen, denn jetzt will ich jetzt einfach mal das Spiel eigentlich pausieren. Aber ich kann das nicht, also muss ich weiterspielen. Um einen Gegenstand abzulegen, musst du es von seinem Symbol auf dem linken Bildschirm zurück in dein Inventar zählen. Lege es nun in die Rüstung oder die Kleidung deines Charakters. Ziehe Gegenstände, die du ausrüsten möchtest, einfach auf das Inventar, auf deinen Charakter oder in den entsprechenden Symbol. Wechsle jetzt deine Rüstung oder deine Kleidung. Die packe ich jetzt in die Schnellleiste und hoffe, dass ich jetzt mal gerade kurz pausieren kann. Ich kann immer noch nicht speichern. Leute, die werde sobald es geht, speichern und die das Video cutten. Denn ich habe eigentlich nicht vor, das viel zu lange Videos zu erstellen. Das hier vorne gefällt mir nicht. Aber ich muss immer weiter erkunden. So. Ein Irrlicht. Ich werde es tun. Das haben wir wirklich gut gemacht. Ah. Viel Leben habe ich. Mein Leben. Ja, ist wieder voll. Gut. Ja, das ist wieder das Tutorial. Ups. Kann ich jetzt auf den bitte Blitz wirken? Ja, ich wollte das eigentlich direkt machen. Das Feuer hatte einfach nur eine zu geringe Reichweite, Flammenschlag. Deswegen, aber bei dem könnte ich es. So, jetzt. Feuer. Sehr schön. Das haben wir Stirb. Gemacht. Ja, der redet mit sich selbst. Schauen wir mal weiter. Was haben wir hier? Jetzt kann ich speichern. Ich hoffe, euch hat diese etwas längere Anfangsfolge gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, damit ihr nicht die nächste Folge mehr verpasst. Oder ihr könnt auch eins meiner anderen Videos schauen, das jetzt gleich in der Endcard verlinkt ist. Ich streame auch relativ häufig. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung zu meinem Twitch-Account. Ich hoffe, euch hat es jetzt gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald und tschüss.